Herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFT Bank. Herzlich willkommen auch im Namen von JFT natürlich. Mein Name ist Stefan Friedrichowski. Jetzt wird der ein oder andere sich denken, ups, war das nicht mit Christian Kämmerer angesagt? Ja, das stimmt. Ich bin gewissermaßen die Vertretung. Aber das mache ich natürlich gerne und hoffe, hier auch ein paar wertvolle Informationen euch natürlich wieder zur Verfügung zu stellen. Thema ist natürlich JFT Invest. Und da müssen wir natürlich über ein paar verschiedene Themen reden. Was ist das überhaupt? Was sind so die Highlights von letzter Woche gewesen? Natürlich gucken wir auch auf unseren Trading-Account, den wir seit Anbeginn von JFD Invest pflegen, der gewissermaßen stellvertretend dafür ist, was auch in eurem JFD Invest-Account sein kann. Jetzt habe ich schon tausendmal JFD Invest gesagt, sollte aber wenigstens einmal vorneweg sagen, was das ist. Es ist eine Art digitale Vermögensverwaltung, die euch in die Lage versetzt, selber der Portfolio Manager zu sein und dann vorgefertigte Strategien zu selektieren, wo dann die Trades wiederum in euer JFD Invest Konto kopiert werden. So viel mal als kleiner, ganz kurzer Vorgeschmack. Ich muss natürlich mal das Datum von heute noch sagen. Wir haben den 23. August 2019. Und wir alle wissen, an den Märkten ist mal wieder reichlich los. Aber das ist natürlich nicht das eigentliche Thema, auch wenn das schon vorhin mal heftig zur Sache ging. Und das Schöne ist, wir reden nachher über eine ganz bestimmte Strategie. Und was hat die dann genau daraus gemacht? Sie profitiert super, super gut. Und das ist auch der Top-Performer, auch von letzter Woche. Tja, mit dem Trade, der heute entsteht, könnte da wieder ein neues Highlight entstehen. Aber dazu natürlich später mehr. Bevor ich so richtig einsteige, ihr kennt die Prozedur, ich muss es wenigstens einmal hier gezeigt haben, nämlich unseren Risk Disclaimer. Worum geht es im Wesentlichen? Ja, wir reden über Traden, wir reden über Investitionen, Investments, Trading-Strategien, aber schließlich und endlich die Dinge, die ihr dann tut, tut ihr natürlich auf eigene Verantwortung und sozusagen auf eigene Rechnung. Ich glaube, es ist ziemlich selbsterklärend. Aber es muss nun mal einmal während eines jeden Webinars denn auch gesagt werden. Ich fange mal kurz mit dem Highlight von letzter Woche an und gehe dann erst auf die Strategien so ein bisschen genauer ein. Ja, das Highlight letzte Woche war die Strategie Gold Rush. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar in Folge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und hier sehen wir auch schon als ersten kleinen Blick auf die Equity oder genau genommen auf das Wachstum, auf den Growth dieser Strategie. Und die ist schon wirklich eine spezielle. Und da gucken wir uns aber nachher mal genauer an. Aber Gold Rush alleine ist nicht nur gut gelaufen, sondern ein paar andere auch, Hyperion und BIP Generator sind bei den Top 3 Performern von letzter Woche dabei. Und sei gleich mal dabei gemerkt, Hyperion ist wieder back to 100, soll heißen, hat sein Kontostand in Summe verdoppelt und das innerhalb von 18 Monaten. Zugegebenerweise, Hyperion war schon mal vor irgendwie 2-3 Monaten an der Stelle, aber ist jetzt fast vollständig recovered, also wieder auf nahezu auf 9 Höchstständen. Auch eine absolut top-performing Strategie. Also richtig, richtig cool. Gucken wir uns natürlich auch genauer an. Jetzt habe ich schon so viele Einzelheiten hier gesagt, aber jetzt fange ich erstmal quasi von vorne an. Also nicht wirklich von vorne, sondern natürlich, wie geht's? Weil es soll wenigstens auch immer für alle neu, die da neu dabei sind, hier natürlich auch gezeigt werden, wie das denn überhaupt geht. Jetzt gucke ich aber auch schon mal gerade auf die Frage. Ich lese mal kurz vor. Was mich stört, sind die zum Teil sehr massiven Drawdowns, die da auftreten. Ich frage mich, ob man die nicht auf ein bestimmtes maximales Limit begrenzen könnte. In der Tat, natürlich gehören Drawdowns mit zum Traden dazu. Und Drawdowns an sich begrenzen, klar, kann natürlich einmal der sozusagen derjenige, der hinter den Strategien steht, aber natürlich hat jede Strategie so ihre Eigenheit und von daher sind sie schon dann immer individuell. Man selbst kann den Drawdown natürlich auch limitieren nachher, indem man
das sogenannte Risk Management anwendet. Ich zeige es dann auch nochmal später, wie das genau geht. Ansonsten ist meine Empfehlung, wenn wir gleich auf die Strategien mal im Detail gucken, ein bisschen auch die Selektion nach genau zum Beispiel Drawdown, wenn das ein wichtiges Thema für den entsprechenden ist, einfach auch danach die Strategien auswählen. Das zum einen. Und zum anderen ist natürlich das Schlagwort schlechthin Diversifikation. Das heißt, wir werden nachher sehen, Hyperion, absoluter Top-Performer, hat aber auch mit die höchsten Drawdowns. Das heißt, einerseits super, weil also weil der Return einfach gigantisch ist. Andererseits wäre das für mich persönlich immer am besten nur eine Beimischung. Also ich würde nicht mein gesamtes Geld genau da reinsetzen. Auch genau um den Drawdown in Summe für mein gesamtes JFT-Investkonto dann zu limitieren. Gut, so viel mal schon mal auch zu der Frage. Und wer vorhin schon meine E-Mail-Adresse gesehen hat, ich blende sie nochmal ganz kurz hier ein. Gerne auch an mich persönlich hier eine per E-Mail auf mich zugehen und gerne auch direkt mit Stefan. Aber jetzt nochmal ganz kurz, was denn sozusagen in Summe JFT Invest ist. Und naja, ist ganz einfach zu erreichen über die Homepage und dann auf JFT Invest gehen, dann sind wir auch schon direkt dabei. Und hier seht ihr auch sofort, worüber wir wirklich reden. Also wir reden über Strategien mit zweistelligen Erträgen. Zum einen, also hier Hyperion jetzt bei 107% seit Auflage der Strategie. Aber wir haben auch hier schon mal ein paar andere Performance-Kennziffern und insbesondere Equity Balance Deviation. Da müssen wir drauf eingehen, weil hier steckt sowas Ähnliches hinter wie Drawdown, der gerade auch schon von einem Teilnehmer angesprochen wurde. Und man sieht zumindest die Zahl da, ist hier ebenfalls die höchste von den Strategien, die hier steht. Leider ist es oft so, mehr Return heißt mehr Risiko und von daher hängen die beiden Dinge zusammen. JFT Invest ist jetzt Folgendes. Man kann solche Strategien einfach in sein Konto kopieren. Und dazu braucht man ein JFT Invest Profil und ein JFT Invest Konto. Wie das geht? Ganz einfach. Hier stehen nochmal die vier Schritte. Das erste ist, man muss sich registrieren. Das ist noch, ist gar kein Geld mit involviert, sondern einfach nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, welches man sich gibt. Und dann hat man ein JFT Invest Profil, was einem auch schon ermöglicht, ein paar mehr Details über die Strategien zu bekommen. Gut, dann wäre der nächste Schritt, wer möchte, eröffnet natürlich ein JFT Invest Konto. Das ist ein besonderes Konto, selbst wenn ihr schon bei JFT ein Konto habt. Ihr könnt nicht genau euer normales Trading Konto benutzen. Ihr braucht ein eigenes JFT Invest Konto. Und dieses Konto hat zwei Besonderheiten. Zum einen, es hat den Hebel eines professionellen Traders, weil ihr professionellen Tradern folgt, bekommt ihr die gleichen Konditionen für das JFT Invest Konto. Das ist die eine Besonderheit. Und die andere, naja, ihr könnt nicht selber traden. Also im Sinne von, ihr könnt keinen eigenen Trade Euro, US-Dollar Long oder irgendwas DAX Short da platzieren. Das geht nicht. Aber natürlich kann man dann den Trading-Strategien, die bei JFT Invest angeboten werden, dann folgen. Und das bedeutet, Folgen Trades des Masterkontos werden dann in euer JFT Invest Konto nach euren Vorgaben, nämlich nach, je nachdem, wie viel Geld man allokiert, also einer Strategie zuweist, nach den Vorgaben werden dann die Trades in euer JFT Invest Konto kopiert. Final heißt das, nachdem ihr ein JFT Invest Konto habt, Profil und Konto verbinden und losgehen. Kann es dann auch schon sofort. Jetzt wollen wir uns ein bisschen mehr angucken. Einfach auch, ich möchte immer so ein bisschen vorstellen, und dazu wähle ich hier zunächst mal den Gastzugang, den ihr übrigens ebenfalls jederzeit und überall benutzen könnt. Dieses überall ist auch noch ein wichtiges Schlagwort, komme ich aber nachher auch noch mal genauer drauf. Wenn man hier sich zum Beispiel jetzt anmeldet, in dem Fall als Gast, da sieht man sofort, wir haben ein paar mehr Strategien als nur die Top 5 Performer. Da gibt es auch noch eine zweite Seite. Und hier sind die zunächst mal gelistet nach ihrem Return. Und ja, Hyperion hatten wir schon angesprochen, absoluter Top-Performer. Zusätzlich gibt es hier immer noch Last Month's Result und Year-to-Day Result und die Equity Balance Deviation.
Warum ist die eigentlich so wichtig? Und warum ist es das, was ich jetzt hier gleich auch mache und über die Strategien rede und auch über die Kennzahlen? Das ist genau das, was bei mir persönlich der sogenannte Review-Prozess ist. Weil ich kann mir das Leben natürlich einfach machen. Wenn ich die Vorstellung habe, okay, ich will investieren in den Top-Performer, gut, dann nehme ich mir Hyperion, guck, wie viel Geld muss ich mindestens auf meinem Konto haben und drin bin ich. Okay. Viel besser ist es aber, man hat noch eine konkretere Vorstellung über Drawdowns, über Risiko und darüber, dass es im Allgemeinen natürlich immer am besten ist, sich zu diversifizieren. Das heißt, nicht einer einzigen Strategie zu folgen, sondern am besten einem ganzen Portfolio. Diese Diversifikation reduziert dann auch das übergeordnete Risiko und auch in aller Regel die Drawdowns. Und das ist natürlich dann gewissermaßen die Königsdisziplin, wo der agiert, ja, wie ein Portfolio-Manager. Gucken wir uns das mal genauer an. Also ich fange tatsächlich mal hier mit Hyperion an, wenn da schon die 100 hier überschreitet. Wollen wir das mal auch als Beispiel nehmen, um über die Kennziffern so ein bisschen zu gehen und natürlich auch darüber immer die Frage, passt die Strategie zu meinem Investprofil? Dazu muss man natürlich selber eine Vorstellung davon haben, was man denn sozusagen will. Und da können viele Aspekte reingehen, von Drawdowns über Return bis hin zu getradeten Instrumenten. Der eine sagt, ich will nur Forex, der andere sagt, ich will nur Indizes. Alles ist möglich, wenn man hier sich ein bisschen noch mit den Strategien sozusagen beschäftigt und hier die ganzen Informationen mal einmal durchgeht. Anfangen kann man natürlich immer mit dem Growth, also dem Wachstum der Strategie und die sieht natürlich hier bei Hyperion wirklich super aus. Equity Balance Deviation, ja, das ist der Unterschied zwischen der Equity und der Balance. Okay, das war jetzt eine komische Erklärung, ich weiß. Gehen wir mal auf ein ganz normales Trading-Konto. Wenn ihr ein Trading-Konto eröffnet und keinen Trade aufhabt, naja, dann ist Equity gleich Balance, ganz einfach. In dem Moment, wo ihr allerdings einen Trade aufmacht, weichen die beiden voneinander ab. Und in der ersten Millisekunde eines jeden Trades ist man immer im Minus. Das heißt, die Equity ist immer dann plötzlich kleiner als die Balance. Und wenn man jetzt noch mehr Trades auf hat und die Trades gegen einen laufen, kann diese Abweichung auch immer größer werden. Das heißt, die Equity inkludiert immer alle offenen Trades und die Balance ist die Summe aller abgeschlossenen Trades. Wenn man dann hier eine Zahl hat wie -40%, okay, das heißt, lassen wir mal 10.000 Euro als Kontostand. Das heißt, da waren dann temporäre Floating Losses, so nennt man die übrigens, dann mit -40%, also 4.000 Euro. Jetzt ist das für den einen natürlich ein Nightmare, also ein absolutes No-Go. Für den anderen so, okay. Ich persönlich gehe damit so um, dass ich sage, okay, wenn ich Hyperion im Profil habe, in meinem Portfolio haben möchte, dann einfach nur als ein Element. Ich persönlich würde da nicht sozusagen alles reingeben. Aber natürlich, ihr merkt, ich werde da gerade bewusst, benutze ich die Formulierung, ich persönlich. Aber das ist halt auch meine Denkweise. Das Gute ist, die Equity Balance Deviation kann man sich auch über der Zeit anschauen. Und da sieht man, dass Hyperion eine Strategie ist, die da immer mal höhere Verluste temporär hat. Und selbst jetzt, wo sie super gut dasteht, hat sie noch, das kann man hier sehen, temporäre Verluste, also offene Positionen in Höhe von -15%. Gut. Wichtig ist, das immer als Teil seines Review-Prozesses zu betrachten, um dann zu entscheiden, ist die Strategie was für mich, ja oder nein. Was natürlich auch, Monthly Return Table, perfekt ist natürlich grün, alles in grün und auch solche Strategien gibt es. Ich glaube, auswendig würde ich sagen, Butterfly und Forex Gun, wo alles nur grün ist, zumindest immer auf Monatsendbasis. Aber das andere, was ich nochmal kurz zeigen möchte, ist, man sieht hier auch die getradeten Instrumente, also sprich, welche Underlyings werden denn hier überhaupt getradet? Und hier Hyperion ist im Wesentlichen eine Indexstrategie und hierbei zwei Indizes, nämlich DAX und Dow Jones. Mal schauen, wie sie heute mit dem kleinen Absturz umgegangen ist. In Summe war es bisher in letzter Zeit so, dass Abstürze für Hyperion eher gut waren und ein starker Anstieg war eher nicht so gut. Die Strategie nutzt verschiedene Elemente,
teilweise mit Nachkauf, teilweise hat sie Positionen gleichzeitig Long und Short. Ist schon ein bisschen tricky, aber man sieht übergeordnet, der Growth ist natürlich schon fantastisch mit 100% und das in ungefähr anderthalb Jahren. Ich will eine andere Spezialität hier auch nochmal bewusst zeigen. Und zwar nämlich, dass wir, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, sorry für das, aber es lag daran, dass hier noch gerade kurz per Skype was reingekommen ist. Und der Mann im Allgemeinen, nein, der Mensch im Allgemeinen und der Mann im Speziellen natürlich wie immer überhaupt nicht multitaskingfähig ist. Merken wir uns kurz mal diese Growth-Graph und gehen dann auf Equity. Weil wenn man das macht, dann sieht man, dass hier manches plötzlich ganz anders aussieht. Ups, da haben wir so einen fetten Verlust hier mal im März diesen Jahres. Es ist gar kein Verlust. Das war einfach eine Kontoentnahme. Die betrifft aber dann nur natürlich das Masterkonto. Also von dem Trader, der hinter Hyperion steht. Es hat überhaupt nichts dann mit euren Konten zu tun und auch das ist keine Entnahme von eurem Geld, um Gottes Willen. Nein, sondern dieser Drawdown. Und deswegen ist es gut, mal beides hier anzuschauen, Growth und Equity, weil dann kann man genau solche Fälle sehr gut erkennen, dass das also jetzt nicht irgendwie ein Verlust hier war. Ansonsten sieht man natürlich hier zwei Kurven. Die eine ist wieder die Balance, die andere die Equity. Die Abweichung dazwischen, naja, die hatten wir schon, aber da sieht man, es gehören halt hier immer Floating Losses mit dazu. Was ich natürlich auch zeigen möchte, sind die Details, weil bevor man in die Strategie investieren kann und will, jede Strategie hat ein sogenanntes Minimum Invest. Das heißt, das ist die Zahl, die man mindestens zur Verfügung haben muss, um der Strategie zu folgen. Und das sind in diesem Fall 6.000 Euro. Die Strategie ist, die Zahl ist unterschiedlich für andere Strategien. Und die andere Zahl, die ich natürlich auch nicht verheimlichen möchte und auch durchaus hier erwähnen will, ist, es ist eine Performance Fee mit involviert und die ist 25%. Das Gute ist, sie richtet sich nur nach dem Gewinn. Und das zweite Gute ist, sie ist High Water Mark. Das heißt, wenn man einer Strategie folgt, dann muss sein zu folgender Account, also die Strategie, der man da folgt, auf Monatsendbasis einen neuen Höchststand erreichen. Und nur dann ist auch diese Performance Fee, die sich dann natürlich nur auf die Gewinne geht, überhaupt fällig. Ist so ziemlich das Fairste, was man in der Finanzwelt an Performance Fee oder überhaupt an Gebühren anwenden kann. Und es ist keine Management Fee irgendwie involviert, also irgendwie so eine Grundlast, die man jeden Monat dann bezahlt. Jetzt würde ich natürlich auf unseren Top-Performer der Woche mal eingehen. Und der war nun mal Gold Rush. Ich glaube auch, als ich das letzte Mal Christian vertreten habe, war es auch schon Gold Rush. Irgendwie hat die Strategie es im Moment hier immer wieder aufzutauchen. Diese Strategie ist komplett anders als viele andere Strategien hier bei JFD Invest. Sie hat keinerlei Elemente, die irgendwie noch auch nachkaufen im Verlust. Das macht sie nicht. Das nächste, sie schließt alle Trades am Tagesende. Das heißt, wir haben hier kein Risiko über Nacht oder übers Wochenende. Das hat diese Strategie alles nicht. Naja, und natürlich sieht sie ein bisschen zappelig aus. Okay, das gebe ich natürlich hier sofort gewonnen. Umgekehrt hat sie natürlich auch weniger Risiko involviert. Also wenn wir hier mal auf Equity Balance Deviation gucken, sieht das natürlich komplett anders aus. Wenn wir hier auf die getradeten Instrumente gucken, dann sehen wir, ups, was für eine lange Liste. Ich kann aber noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was die Strategie eigentlich macht. Die Strategie ist gewissermaßen ein Daily Seasonal. Also Seasonal ist vielleicht ein Begriff. Daily Seasonal heißt, hier ist der Trigger die Wochentage. Also hier hängt es davon ab, ob wir jetzt Montag haben oder Freitag. Und da es eine andere von Strategie gibt, die ja von einigen Menschen auch im Internet breit vertreten wird, die heißt, läuft da meistens unter dem Namen Gold Rush. Und dahinter verbirgt sich, dass es einen statistischen Nachweis gibt, dass freitags Gold ein guter Long Trade ist. Und aber warum die ganze Untersuchung nur auf Gold beschränken? Und daher bin ich hingegangen und habe das Ganze mal für einen Haufen verschiedener Symbole untersucht. Und ihr seht, die Liste ist ziemlich lang. Da gibt es noch eine zweite Seite. Also
Einfach für alle. Und jetzt ist es so, dass man genau solche statistischen Vorzugsrichtungen für bestimmte Wochentage durchaus findet. Und die Strategie hat in letzter Zeit damit nochmal extra Erfolg gehabt. Das liegt zum einen an Dienstagen, weil dienstags geht die Strategie sehr gerne long in Indizes. Und das hatten wir jetzt schon zweimal in Folge, dass wir genau da wirklich genau immer das Richtige hatten. Also die zwei Jumps hier nach oben waren jeweils Dienstage, wo dann die Indizes richtig schön angezogen haben. Naja, und ich hatte vorhin schon erwähnt, und heute ist ja mal wieder Freitag, und in der Tat auch diese Strategie, auch bei der Untersuchung konnte ich nur bestätigen, dass Freitags ein guter Gold-Long-Tag ist. Und das gucken können wir uns noch sozusagen direkt angucken, weil natürlich habe ich den Zugang zum Masterkonto und der ist hier. Und wenn man hier sich anschaut, da sind natürlich wieder die ganzen Symbole. Das ist sozusagen das Masterkonto selbst und die Strategie wird mit einem Expert Advisor gefahren. Und was man schön sieht, ist Gold. Es sind dabei drei Trades für heute auf und zweimal mit einem japanischen Yen auf der Short-Seite und Gold Long. Ja. Natürlich weiß die Strategie nichts von irgendwelchen Handelskriegen zwischen USA und China, was irgendwie, glaube ich, heute für die Bewegung am Markt mal wieder gesorgt hat. Aber es ist Statistik und hier sieht gut aus. Natürlich ist das kein Beweis, dass diese Strategie immer auf der richtigen Seite liegt, um Gottes Willen. Aber es ist mal wieder auch ein Tag, sieht nach einem guten Tag für Gold Rush aus. Und das ist natürlich schön. Gut, jetzt habe ich natürlich versprochen, auch noch ein bisschen über, ganz allgemein nochmal, über unser JFD Invest-Konto zu reden. Denn seit Anbeginn von JFD Invest führen wir ein solches. Und das heißt, was wir da tun, Christian und ich, ist so mehr oder weniger dasselbe, was genau ihr auch vielleicht in eurem JFD Invest Account nämlich tut. Das heißt, ihr folgt Strategien. Und an dem Beispiel will ich auch gleich nochmal zeigen, einmal was möglich ist und zum anderen will ich natürlich auch nochmal zeigen, wie man auch da eine Möglichkeit hat, Risiken zu begrenzen. Auch das ist natürlich kein Allheilmittel, wenn man an dem Risk Management, wenn man das zusätzlich mit benutzt, weil die Frage ja auch vorhin kam. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, zusätzlich Risiken zu begrenzen. Hier ist der Verlauf des Kontos und okay, zugegebenerweise bis Mai diesen Jahres war es der absolute Traum. Gewissermaßen bin ich fast froh, dass wir hier zwei, drei Drawdowns jetzt hatten, damit wir hier die Erwartungen nicht in allen zu weit in den Himmel schieben. Nichtsdestotrotz, der Gross Return ist immer noch 28%. 25 ist mein Ziel hier auf Jahresendbasis. Und ja, das ist natürlich im Moment gut erreicht. Gerne hätte ich auch 15% netto noch hier gehabt. Das wird wohl nichts mehr. Genau ein Monat ist noch da, aber Performance lässt sich gut sehen. Also von daher bin ich da nach wie vor sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Risiko ist ein bisschen minimiert. Okay, die Drawdowns waren genau solche, wo auch hier eine Risikosteuerung gegriffen hat. Was heißt das? Risikosteuerung hat gegriffen. Ich will es mal ein bisschen vorführen. Mal angenommen, ich will hier einer neuen Strategie folgen. Und das geht ja ganz einfach. Ich drücke hier einfach auf Follow und dann kriege ich zwei Fragen gestellt. Nämlich die eine, wie viel Geld möchte ich allokieren zu dieser Strategie? Jetzt sieht man, ich kann es nicht wirklich tun, was ich hier gerade tue. Ich habe noch 200 Euro zur Verfügung. Damit werde ich also erst recht nicht Hyperion folgen können. Okay, also das geht jetzt gerade nicht. Das Zweite, was man allerdings machen kann, ist, man kann hier ein Risk Management mit einschalten. Ich will mal beschreiben, was das bedeutet. Im Moment steht der Slider hier bei 10%. Das würde bedeuten, wenn ich mit 6.000 Euro der Strategie folge, dass in dem Moment, wo ich Verluste von 600 Euro habe,
Und das reicht auch dann, sogenannte Floating-Verluste, dass automatisch alle Trades, die in mein Konto von dieser Strategie reinkopiert wurden, geschlossen werden und kein neuer Trade mehr eröffnet wird. Das ist dieser automatische Stop-Out. Es ist gewissermaßen so eine Art Stop-Loss wie bei einem Trade, aber dann auf eine ganze Strategie. Mit Blick auf Hyperion wäre natürlich die Wahl von 10% eigentlich nicht adäquat. Das will ich so ganz ehrlich hier sagen, weil wir haben vorhin schon gesehen, da gibt es durchaus mal höhere Floating Losses. Da wäre ich mit ziemlicher Sicherheit ziemlich schnell ausgestoppt. Auf der anderen Seite begrenze ich so mein Risiko. Also wie immer, ist wie beim Stop-Loss eines normalen Trades, es gibt keine Allheilmittel, wo man den Stop-Loss hinsetzt. Es ist tatsächlich auch wieder eine Frage, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Und die Frage kann nur jeder für sich selbst stellen. Von daher kann ich da, und darf ich noch nicht mal irgendwelche Empfehlungen geben, aber könnte ich auch nicht, weil es hängt wirklich von dem eigenen Risikoprofil ab, wo man das hinstellt. Natürlich kann man hier einfach woanders hinsetzen, also 50% hieße, okay, ich bin bereit, 3000 Euro, solange das hier noch bei 6000 steht, zu riskieren, wenn ich genau dieser Strategie folge. So einfach geht's. Das andere, was ich zeigen möchte, ist nochmal, wie das Portfolio im Moment aufgestellt ist. Also, im Moment folgen wir hier sechs Strategien. Das heißt, es ist in der Tat diversifiziert, was ich immer sehr, sehr gut finde, nicht sozusagen all in einer Strategie. Das ist im Moment die Aufteilung. Ich sehe noch keinen Grund hier jetzt ad hoc gerade irgendwas zu verändern. Von daher werde ich es auch so lassen. Das andere, was ich nochmal zeigen will, ist, wie leicht man hier was machen kann. Alles, was ich zum Beispiel machen müsste, wenn ich Vulcano stoppen will, dann drücke ich hier auf Stop Allocation und raus bin ich. Was dann passiert technisch? Alle offenen Trades, die in meinem Konto reinkopiert wurden von Vulcano, würden dann geschlossen werden und kein neuer Trade würde mehr geöffnet werden. Das andere Gute will ich hier einfach nur bewusst erwähnen. Das, was ich jetzt hier dann zum Beispiel tue, kann ich von egal wo auf der Welt machen. Das heißt, selbst wenn ich im Urlaub bin, also ich könnte das genau jederzeit und überall tun, sofern ich Zugang zum Internet habe. Aber auch am Handy ist es dann übrigens auch möglich. Das heißt, ein JFT Invest Konto zu haben, heißt auch gleichzeitig, von überall traden zu können. Genau genommen natürlich den Strategien zu folgen. Das Gute in Summe ist, ich brauche keinen eigenen Server dafür. Ich brauche keine Expert Advisors. Ich muss mich nicht drum kümmern. Die ganze Trade-Verwaltung findet alles auf Servern direkt von JFD statt. Und da wird sehr viel nachgeschaut. Das heißt, ich brauche nicht eine eigene Infrastruktur dafür. Ich muss nicht meinen Rechner 24 Stunden anhaben und nichts. Ich kann genau diesen Job des Portfolio-Managers von überall auf der Welt machen. Und das ist natürlich richtig cool. Und es ist in der Tat ein verdammt cooler Job. Diversifikation ist aus meiner Sicht ein absolutes Muss. Und ja, man kann natürlich jetzt hier von Zeit zu Zeit auch Strategien austauschen. Vielleicht, wenn man das Gefühl hat, ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir Archimedes. Archimedes ist eine Strategie, die insbesondere Euro-polnisch Zloty tradet. Wenn ich genau dafür im Moment was sehe, dass ich denke, nee, das sollte man nicht machen. Besser würde wahrscheinlich die Geschichte gerade beim British Pfund werden. Britisches Pfund, solange wir immer noch diese Brexit-Diskussion haben, ist natürlich immer anfällig für alles. Vielleicht sollte ich dann lieber Strategien vermeiden, die damit involviert sind. Auf der anderen Seite, ich werde mal gleich das Gegenbeispiel zeigen. Nehmen wir die Strategie Butterfly, die komplett grün ist auf der Monthly Return Table Seite, die jetzt gerade natürlich nicht kommen will. Und sie tradet die meisten Trades auf britisches Pfund, US-Dollar. Und das auch schon die ganze Zeit. Also offensichtlich kommt die Strategie hervorragend mit dieser ganzen Unsicherheit klar. Okay, da gab es auch mal Drawdowns, gehört dazu. Aber die Equity Balance Deviation zum Beispiel, die Strategie geht hier runter bis auf knapp 10%. Wo macht sie ihre meisten Trades? Britisches Pfund, US-Dollar. Und das scheinbar ziemlich erfolgreich. Also sie kommt bestens damit klar. Kurz ein paar mehr Bemerkungen zu dieser Strategie. Die Strategie
nutzt genau die Währungspaare, die eher von der Kostenseite her sehr interessant sind, also kleine Spreads haben. Deswegen zum Beispiel Euro, US-Dollar oder britisches Pfund, US-Dollar, US-Dollar, Schweizer Franken, das sind alles Forex-Paare, die sich insbesondere durch kleine Kosten auszeichnen und von daher geeignet sind für jede Trading-Strategie, aber gerade hier eine, die auch relativ viel tradet. Ihr seht, diese Strategie hat in 10 Monaten über 2000 Trades gemacht. Da spielen natürlich die Kosten eine Rolle. Und diese Kosten, also Commission, Spreads, sind natürlich hier mit einbezogen. Das heißt, die kommen nicht irgendwie nachher nochmal on top drauf. Definitive Antwort, nein. Also, ziemlich perfekte Strategie und kommt auch mit dem ganzen britischen Pfundunsicherheiten bestens klar. Soweit ein kleiner Überblick. Ich hoffe mal wieder ein paar wertvolle Informationen für euch über die Strategien. Über Gold Rush haben wir jetzt ein bisschen mehr geredet. Ich hoffe mal, irgendwann ist mal noch mal wieder eine andere vorne dran, damit ich euch dazu noch mal ein paar extra Details zeigen kann. Aber das hier auch in dem deutschen Webinar, der ein oder andere wird wissen, die englischen mache ich eigentlich eher immer. Und ab und zu vertrete ich halt auch mal Christian Kämmerer. Tja, der Freitag nähert sich dem Ende, zumindest der Nachmittag. Also, euch allen noch eine schöne Restwoche und einen guten Start ins Wochenende und natürlich noch ein viel schöneres Wochenende selbst. Okay, soweit von mir. Weitere Fragen gerne auch hier per E-Mail. Ich blende es nochmal kurz ein. Und wenn ihr einfach an support@jfdbank.com schreibt, landet es im Zweifelsfall auch bei mir, zumindest wenn irgendwo in der E-Mail Stefan auftaucht. So viel kann ich schon mal versprechen. Soweit. Also noch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.